In der Hotelkostenaffäre um Bundesbankpräsident Welticke hat sich eine Entscheidung den ganzen Tag über hingezogen. Welticke war bislang von sich aus nicht bereit, wegen der Vorwürfe zurückzutreten. Seine Vorstandskollegen beraten seit dem Mittag über Konsequenzen aus der Affäre. Die Bundesregierung hatte deutlich gemacht, dass eine rasche Klärung nötig sei, um weiteren Schaden abzuwenden. Am Sitz der Bundesbank in Frankfurt wurde für diese Minuten eine Erklärung angekündigt. Frankfurt am Main heute Mittag, Haupteinfahrt zur Bundesbank. Die Vorstandsmitglieder machen sich auf den Weg zur Krisensitzung. Journalisten warten draußen auf die Entscheidung der Frage, bleibt Ernst Welticke Bundesbankpräsident oder nicht. Hinter verschlossenen Türen langwierige Diskussionen, zumal ein neuer Vorwurf gegen Welticke im Raum steht. Er soll den Wiener Opernball auf Kosten der Nationalbank Österreichs besucht haben. Welticke wehrt sich, dies sei gängige Praxis unter den Zentralbanken. Einen anschließenden Urlaub habe er selbst bezahlt. Auch deshalb rechnet er zumindest heute noch nicht mit einer Ablösung als Bundesbankpräsident. Ich hoffe, dass der Vorstand zunächst mal sich einig wird darüber, wie eine solche Prüfung überhaupt angelegt sein kann. Da so viele Vorwürfe erhoben worden sind, wird es nicht leicht sein, heute schon zu einer Entscheidung zu kommen. Von Berlin aus wächst unterdessen der Druck auf die 7 übrigen Vorstandsmitglieder, möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen. 4 von ihnen, so ist zu hören, hätten sich angeblich bereits gegen einen Verbleib Welticke im Amt entschieden. Die Bundesregierung will eine noch längere öffentliche Diskussion auf jeden Fall vermeiden. Es geht darum, dass das Ansehen der Bundesbank, das traditionell sehr hoch in Deutschland ist, nicht Schaden nimmt. Und deswegen ist es gut und richtig, dass der Vorstand der Bundesbank heute in der Sitzung intensiv den Sachverhalt und die Vorfälle bespricht, klärt, einer Bewertung zuführt und dann auch mögliche Konsequenzen zieht. 8 Stunden Sitzung des Vorstandes bisher. Das Warten vor dem Tor geht weiter. Zur Affäre um Welticke, jetzt direkt aus Frankfurt, Alex Jakubowski. In dieser Minute ist die Entscheidung gefallen. Die Bundesbank hat eine Pressemitteilung veröffentlicht. Demnach empfiehlt der Vorstand seinem Präsidenten, sein Amt ruhen zu lassen. Diesem Wunsch hat Präsident Ernst Welticke entsprochen. Er lässt also ab dem heutigen Tage seine Ämter ruhen. Die Geschäfte übernimmt der Stellvertreter, Vizepräsident Dr. Stark. Die Entscheidung ist also getroffen worden. 8 Stunden Tagung haben ein Ergebnis erbracht. Damit zurück nach Hamburg. Die Hälfte der Euro-Länder hat inzwischen Probleme mit der Neuverschuldung. Sie übersteigt in den Staatshaushalten die 3% Defizitgrenze, die in den Maastricht-Verträgen vereinbart worden war. Die EU-Kommission beschloss darum heute, Defizitverfahren unter anderem gegen die Niederlande einzuleiten. Die Prognose für Deutschland fiel dagegen positiv aus. Es ist ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mehr als 4 Jahre lang hat Pedro Solbes in der EU-Kommission unerbittlich über die Stabilität des Euro gewacht. Jetzt verlässt er Brüssel und geht als Superminister in die spanische Regierung. Die gute Nachricht zum Ende seiner Zeit: Portugal hat sein Defizit in den Griff bekommen und auch Deutschland hat sich in seinen Augen wieder etwas Lob verdient. In Deutschland gibt es Zeichen dafür, dass sich die Haushaltslage besser entwickelt, als wir befürchtet haben. Es gibt zwar für 2005 noch Risiken, aber Deutschland ist auf einem guten Weg. Auf der anderen Seite steht freilich, dass immer mehr Länder die im Stabilitätspakt gesetzten Grenzen für die Schuldenaufnahme verletzen. Gegen Holland und Großbritannien leitete die Kommission heute förmliche Defizitverfahren ein. In Frankreich sieht sie keinerlei Fortschritt. Griechenland wird noch geprüft und Italien bekommt einen blauen Brief. Die Lage dort sei besonders besorgniserregend. Hier muss unbedingt eine Wende in der Wirtschaftspolitik eingeleitet werden, um ein übermäßiges Defizit zu vermeiden. Italiens Regierungschef Berlusconi zeigte sich dazu nicht bereit. Selbst wenn Italien die Defizitgrenze überschreite, werde nichts Dramatisches passieren. Euroland teilt sich also nicht nur in jene, die ihr Defizit im Griff haben und die anderen. Auch die Schuldenmacher bilden 2 Lager. Solche mit schlechtem Gewissen, die etwas gegen die Defizite tun, wie Deutschland und die Niederlande. Und solche, die eher gelassen damit umgehen, wie Frankreich. Oder die, die Probleme einfach leugnen, wie jetzt Italien. Erst das aber gefährdet wirklich die Stabilität des Euro. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise hat sich gegen Vorwürfe verwahrt, er habe als Vorstand seiner früheren Firma Schwarzarbeit geduldet. Das Handelsblatt hatte berichtet, in der Logistikfirma seien mit dem Wissen Weises Lagerarbeiter für einen Wochenendeinsatz unter der Hand bezahlt worden. Der Chef der Bundesagentur reagierte heute mit der Erklärung, so etwas sei ihm niemals bekannt geworden.
Daimler-Chrysler-Chef Schremp hat auf der heutigen Hauptversammlung seinen Kurs verteidigt. Sowohl Kleinanleger als auch Sprecher großer Investmentgesellschaften kritisierten vor allem die Belastungen durch den angeschlagenen Partner Mitsubishi und die kriselnde US-Sparte Chrysler. Schremp will an seiner Strategie festhalten und kündigte für die kommenden 2 Jahre deutliche Ergebnisverbesserungen an. Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch über den in den letzten Jahren stark eingebrochenen Aktienkurs kamen heute viele Kleinaktionäre zur Hauptversammlung von Daimler Chrysler. Es ist unvorstellbar schlimm. Ich bin praktisch um die Hälfte meines Vermögens enteignet worden. Ein bisschen anstrengen hätten sich die Herrschaften schon können. Doch Selbstkritik war im Aufsichtsrat und Vorstand heute kaum zu hören, obwohl es bereits im Vorfeld massive Kritik an der Konzernstrategie eines weltumspannenden Automobilkonzerns gegeben hatte. Die Parole des Vorstandsvorsitzenden hieß weitermachen. Doch für uns ist eines klar, bei einem operativen Problem ändern wir nicht die Strategie, sondern bringen das Geschäft in Ordnung. Das ist auch vonnöten, denn der amerikanische Konzernteil Chrysler kommt trotz Milliardenspritzen aus Deutschland nicht aus den roten Zahlen. Und das Engagement bei Mitsubishi war bisher ein Misserfolg. Weitere 5,5 Milliarden Euro seien erforderlich, um Mitsubishi zu sanieren. Lediglich Mercedes laufe hochprofitabel, zu wenig, meint etwa die Fondsgesellschaft Deka, die rund 1% der Aktien hält. Sie wird heute Abend nicht für den Vorstand stimmen. Wir sind gegen seine Entlastung, wir werden gegen ihn stimmen. Und das ist nur konsequent aus der schlechten Arbeit, die er geleistet hat. Dennoch wird der Vorstand wohl bestätigt, denn die Mehrheitsaktionäre wollen Vorstand und Aufsichtsrat eine neue Chance geben. In der Diskussion um die Ostförderung plädiert Regierungsberater von Donani dafür, ein eigenständiges Ministerium zu schaffen. Nötig sei ein starker Koordinator, der sich auf den Aufbau Ost konzentriere, sagte der SPD-Politiker in Interviews. Die Bundesregierung wies den Vorschlag zurück. Es sei bewusst entschieden worden, die Ostförderung mit dem Ressort für Bau und Verkehr zu verbinden. Daran werde festgehalten. Umweltschützer haben in Österreich die stark befahrene Inntal-Autobahn den ganzen Tag blockiert. Die Polizei musste den Verkehr weiträumig umleiten. Auf den Umgehungsstraßen kam es zu kilometerlangen Staus. Viele Lkw können wegen des Nachtfahrverbots erst morgen weiterfahren. Die Transitgegner protestieren gegen das ständig steigende Verkehrsaufkommen auf den österreichischen Autobahnen und fordern ein umfassenderes Mautsystem sowie Geschwindigkeitsbeschränkungen. Der Maler und Bildhauer Wolfgang Mattheuer ist tot. An seinem 77. Geburtstag ist er in Leipzig gestorben. Mattheuer galt als einer der bedeutendsten Künstler der DDR, wurde aber auch im Westen viel beachtet. Kulturstaatsministerin Weiß würdigte ihn als zeitkritischen Realisten, der es verstanden habe, die Abgründe des 20. Jahrhunderts in bewegende und aufrüttelnde Kunstwerke zu fassen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 8. April. Nach Mitteleuropa strömt weiter kalte Luft, das heißt auch morgen wieder Regen, Schneeregen und Schneeschauer. Der Grund, die Sonne erwärmt zwar die Luft in Bodennähe, doch beim Aufsteigen bilden sich in kälteren Luftschichten Quellwolken, die für Schauer sorgen. Im Osten und Süden klart der Himmel heute Nacht teilweise auf, unmittelbar an den Alpen schneit es weiter, teilweise auch noch tagsüber. Sonst sonnige Momente, dann wieder Regen und Graupelschauer, diese können am Nachmittag recht kräftig ausfallen. Der Wind wird schwach bis mäßig, zwischendurch einzelne Schauerböen aus Westen bis Nordwesten. In Schleswig-Holstein dreht der Wind auf Nord, dabei frischt der Böig auf. Im Süden und in ungünstigen Lagen heute Nacht bis minus 4 Grad, am Meer bis 4 Grad plus. Morgen 6 Grad in München, in Frankfurt am Main und in Berlin 10 Grad. Am Karfreitag wird es im Westen freundlicher, sonst weiter durchwachsenes Schauerwetter. Am Samstag an den Küsten neue Schauer, an den Alpen fällt Schnee. Am Ostersonntag nördlich des Mains, mal Sonne, mal Wolken, südlich davon mehr Wolken als Sonne und Regen.